Willkommen bei einem neuen Video hier auf Fantastic Live. Oh ja, die Argumente und Aussagen von Marlene Mortler gegen eine Cannabis-Legalisierung sind schon schwer nachzuvollziehen. Ich habe mich gefragt, wie es denn bei den anderen Politikern aussieht. Und vor allem Emmy Zöllner ist herausgestochen. Mit ähnlich guten Argumenten wie Marlene Mortler. Wenn man schon gegen etwas ist, dann sollte man doch plausible Argumente haben, warum dies so ist, damit andere sie vielleicht nachvollziehen können. Es muss eindeutig mehr Aufklärung betrieben werden. Besonders bei den Politikern selber. Viele ihrer Meinungen sind absolut veraltet. Wobei es heute ganz andere Ansichten gibt. Bevor das Video startet, möchte ich mich aber nochmal bei allen bedanken, die die letzten Videos so fleißig kommentiert und geliked haben. Schreibt mir auch gerne wieder in diesem Video eure Meinung in die Kommentare. Schauen wir uns doch mal Ihre Argumente gegen das Cannabiskontrollgesetz an. Wir beraten ja heute abschließend, zumindest für diese Legislaturperiode, den Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes in zweiter und dritter Lesung. Und ich kann feststellen, der Entwurf hat sich trotz der Diskussionen nicht weiterentwickelt und hat keine unserer Bedenken aufgenommen. Deshalb zeigt sich gerade in der heutigen Debatte, dass Sie, liebe Bündnis 90 Die Grünen, die Ignoranz, die Sie uns immer wieder in Teilen vorwerfen, selbst an den Tag legen. Wie in Berlin unter einer rot-rot-grünen Regierung vor der Kriminalität einfach zu kapitulieren und statt Polizisten Sozialarbeiter einzusetzen, das ist eine Frechheit gegenüber den Menschen in Berlin. Und Ihr Entwurf, der geht ja noch weiter. Für die Abgabe von Cannabis an Minderjährige wollen Sie die Strafgrenzen im Gegensatz zum jetzigen Betäubungsmittelrecht sogar noch herabsetzen. Sie machen es den Kleindealern damit also noch einfacher. Und in Ihrem Vorschlag auch noch zu schreiben, den Jugendschutz besonders im Blick zu haben, das ist doch einfach nur lächerlich. Denn natürlich hätte man bei 30 Gramm den Spielraum, etwas weiterzugeben, gerade an Jugendliche, für die Cannabis selbstverständlich weiterhin nicht legal zugänglich wäre. Aber natürlich, denn jeder weiß, nur bei einer Freimenge von 30 Gramm wird Cannabis an Teenager weitergegeben. Ansonsten passiert sowas nicht. Schauen wir doch mal, was Emmy Zöllner bei Jung und Naiv zu sagen hat über Marlene Mortler und Kiffer im Allgemeinen. Hanf zum Beispiel, ja? Also Kiffen. Da ist ja Frau Mortler, wird ja von allen, praktisch allen politischen Seiten und Aktivisten und so weiter als schlimmste Bundesdrogenbeauftragte ever bezeichnet. Sie hat ja, so, waren die anderen wohl vorher für die Legalisierung? Nee, die waren auch schlimm. Ach so, okay, aber sie ist jetzt wirklich die Allerschlimmste. Die Marlene ist eine ganz, ganz tolle nein, ist sie wirklich, ja. Was man mit der Marlene macht, ist eine große Riesensauerei, ja. Also das ist jeder... Ich will auch gar nicht über Frau Mortler jetzt reden. Deswegen sage ich es aber, weil ich finde einfach, was da passiert ist, ist wirklich eine... Also da gab es dann Zeiten, wo man die Hinrichtung von ihr gefordert hat und lauter so ein Schmann. Also sorry, ich habe... Also das sind keine entspannten Kiffer, die da unterwegs waren, ja. Das ist... damit hat man mich zumindest auf jeden Fall bis ins letzte davon überzeugt, dass man nicht entspannter wird, wenn man kifft. Ja. Ich weiß nicht, ob das Kiffer waren oder irgendwelche Alkoholiker, weiß man ja nicht. Also, dass man aggressiv wird vom Kiffen, habe ich noch nicht gehört. Aber du bist also gegen die Legalisierung von Marihuana? Ja, ich bin gegen die Legalisierung von Marihuana. Alleine anhand dieser Aussage merkt man, dass Emmy Zöllner eigentlich gar keine Ahnung hat, wovon sie eigentlich spricht. Aber trotzdem hat diese Frau ein Mitspracherecht im Bundestag. Meine Freunde, das ist einfach lächerlich. Selbst der Reporter guckt schon komisch und kann das gar nicht glauben, was sie da gerade von sich gegeben hat. Und damit würde ich auch gerne den ersten Part schließen. Falls ihr einen zweiten Part wollt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare oder zeigt es mir mit einem Like oder einem Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Habt noch einen schönen Tag.